Hey, hey, hey und WB auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge von Enshrouded. Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben den großen, bösen Drachen besiegt. Ja, was für ein Schmarrn. Nein, auf jeden Fall war es richtig spannend mal wieder für euch. Im heutigen Part gucken wir uns dann die Quests an, die noch im Norden sind, glaube ich. Und genau, dann hoffe ich, dass wir demnächst auch mal Richtung Osten gehen können und schauen können, was uns da so erwartet. In dem Sinne, meine lieben Leute, let's go und viel Spaß. Übrigens, Leute, was ich euch noch sagen wollte, was ich gerade im Intro vergessen habe, Enshrouded ist gerade 20% reduziert. Wenn ihr meinen Link benutzt von MMOGA, dann bekomme ich da sogar noch eine Kleinigkeit dafür. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft über MMOGA und ansonsten natürlich auf Steam. So, im Juni soll ja anscheinend auch das nächste große Update angekündigt sein. Da bin ich mal richtig gespannt, was dann da noch so kommt. Das wird auf jeden Fall wieder richtig cool werden. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass ich immer noch nicht ganz so weit bin. Jetzt aber wirklich genug gelabert. Wir gucken jetzt mal kurz in die Quests rein. Der Schreiner hat uns ja gebeten, seine Werkzeuge zu holen, weil der gute Schmied nicht mit ihm teilen will. Wenn ich jetzt aber gucke, dann möchte der Schmied auch noch seine Werkzeuge von uns. Das heißt, er kann ja gar nicht teilen. Haha. Naja, wie dem auch sei, schauen wir doch mal, wo sich das alles so befindet. Wir haben jetzt auf jeden Fall eben, wie gesagt, hier noch jede Menge Fragezeichen und eigentlich möchte ich, dass wir die jetzt heute machen. Das heißt, ich rüste mich jetzt mal aus oder guck mal kurz, was ich in meinem Beutelchen habe. Das muss natürlich alles raus. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, aber meine Kisten sind alle schon so voll, deswegen müsste ich eigentlich mal ganz dringend neue Kisten bauen. Wir werden jetzt erstmal reparieren und dann... Wo konnte ich denn die Kisten alle machen? Ich habe es schon wieder total vergessen. Stauraum. Hier. Kleine magische Truhe. Kann ich sonst noch keine größeren machen? Das gibt es doch gar nicht. Vielleicht bei ihm hier? Naja doch, mittelgroße magische Truhe oder mittlere Truhe. Nägel und Metallplatten fehlen. Stimmt, stimmt. Die Metallplatten. Die konnte man, glaube ich, hier herstellen. Ja. Aber da haben wir ja 22 von. Und Nägel kann uns doch der Schmied einfach mal machen. So, und dann müsste das eigentlich so weit hinhauen, dass ich mir nochmal so eine Gruscheltruhe mache. Machen wir mal zwei und auch zwei davon. Super duper. Die können wir ja dann einfach mal kurz dahin tun und hier einfach mal platzieren. Muss jetzt nicht schön ausschauen, da wird ja eh noch irgendwann umgebaut und dann kann ich jetzt hier meinen ganzen Stuff reinschmeißen. Gucken wir uns jetzt nochmal den Helm an. Der hat 23 physischen und 15 Magiewiderstand. Der hat 18 und der hatte auch 23 und 15. Ja, nee. Dann hat sich das eigentlich soweit erledigt. Die beiden Helme können also weg. Und der Ring, den müssen wir uns noch kurz anschauen, das habe ich jetzt wieder vergessen. 1 Gesundheitsregeneration und 20 Lebenspunkte, 8 Ausdauerpunkte und 10 Lebenspunkte. Habe ich sonst irgendwo anders Gesundheitsregeneration auf den Stiefeln? Also vielleicht, der hat halt 30 Lebenspunkte, also im Prinzip ist er schon besser. Und er hat auch Mana-Punkte, was mir hilft, wenn ich diese Dinger schmeiße. Das heißt, das kann weg. Pfeile haben wir noch genug. Repariert haben wir. Tun wir doch die Dietriche mal dorthin. Und was ich auf jeden Fall natürlich mitnehmen möchte, beziehungsweise kurz mal bauen möchte, ist natürlich ein Flammenaltar. Dass wir den auch dabei haben. Genau, Essen, wie schaut es damit aus? Haben wir auch noch genug? Das heißt, das können wir jetzt auch gleich mal erledigen. Unseren Ausgeruht-Buff haben wir auch. Dann lasst uns mal starten zu diesem ersten Fragezeichen. Ich glaube, da ist es gut, wenn wir dann von der Düsterdickichtwarte aus wieder reisen. Juti, dann einmal in diese Direction. Richtung, wie auch immer.
Und einmal hier runtergesprungen. Ach, wartet mal, das ist doch wieder der Schmarrn. Oh no. Das ist wieder hier oben und da komme ich wahrscheinlich nicht rüber, oder? Aber ich glaube, da hinten kann man hochlaufen. Okay, nee, dann passt's. Dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Es war ja in den letzten Parts so ein Pain, da auf die andere Seite zu kommen. Aber es sieht gut aus. Ja, Einwand frei, hätte ich jetzt gesagt. Was ist denn jetzt hier? Aha, da ist auf jeden Fall schon mal was los. Und wo rennt er jetzt hin? Wisst ihr was? Dann gehen wir halt mal hier hoch. Versteckte erloschenen Grabstätte. Okay. Ist ja interessant. Und was geht hier? Nüscht. Machen wir die mal alle. Oh, was macht denn der? Da ist er gerade vom Himmel gefallen. Witzig. Ach, hier sind lauter Gräber. Muss ich dann wieder da runter? I don't wanna go there. Und wieso peilt es jetzt eigentlich nicht an? Ja, so. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter runter, sonst wird da nichts draus. Die geben uns aber vielleicht wieder tatsächlich diese Dinger. Diese Wurfteile. Komm her, du blöder Hund, du. So. Du da hinten. Na klar, jetzt läufst du weg, oder? Wenn ich gerade auf deinen Kopf zielen möchte. Euer Junge. Hallo? Ist dir was? Ist mir wurscht. Hopp. Oh. Armes Körlchen. F ist alles nehmen. Ich bin wieder im Bellride-Modus. Okidoki. Wo sind denn jetzt die anderen eigentlich alle hin? Wo seid ihr? Den können wir noch plündern. Und dann habe ich doch aber noch einen erschossen. Ja, hier. So. Komm her, du Blödmann. Gut, ist der auch erledigt. Ist die Frage, ob hier bei den Gräbern irgendwas ist oder eben nicht. Können wir gleich nachschauen. Erstmal müssen eigentlich die alle... Oh, hi du, schön dich zu sehen. Och Mist, ich wollte eigentlich da hoch. Wow. Geh mir nicht auf den Sack, du Anorak. Es hat sich zwar gereimt, aber nicht gepasst. Ja, armer Schatz. So. Wo ist der andere hin? Ach, der steht da noch. Ja, komm halt mal her. Ich sehe dich nicht. Jetzt, Zettle. So ist fein. Der war gut. Aber ich war besser. Gut. Bomben habe ich keine mehr. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier was drunter liegt. Oder eben nicht. Gibt's hier irgendwas? Hier ist eine Tür. Wo ist nur eine Axt? Und hier kann man natürlich was lesen. Die Flamme ist schuld. Ich kann nicht glauben, dass sie mein Maultier und meine Münzen konfisziert haben. Jetzt muss ich, geschätzter Magistrat, zu Fuß gehen. Was für ein niederträchtiges, schmutziges Schicksal. Ich sollte Ihnen als Dank für die Verbannung einen nach dem anderen den Kopf abreißen. Meine Beine machten schlapp, also war ich gezwungen, mich auf diesem Friedhof auszuruhen. Die Erloschenen streifen draußen herum, aber sie haben mich nicht bemerkt. Es sei denn, sie sehen mich als Teil ihrer Sippe. Oh, ich zittere, eine unerbittliche Kälte macht sich breit. Nein, das muss das offene Dach sein. Ich bin nicht wie die. Ich werde mich nicht verwandeln. Darius?
Gut. Dann lass es halt einfach sein. Hätte ich jetzt gesagt. Jetzt grabe ich mal kurz hier runter, weil ich keine Bomben... Oh, ah, halt, stopp, Leute. Ich erzähle natürlich mal wieder Quatsch. Ich habe Bomben. Noch eine. Jetzt gucken wir mal. Hier. Hier ist doch was, oder? Kann ich mich eigentlich selber in die Luft sprengen? Oh, guck mal an. Hier geht's definitiv runter. Und ich hoffe, wenn es verschüttet war, dass hier keine Gegner sind. Aber ich wette... Was ist denn das hier? Ich wette, da liege ich natürlich mal wieder falsch. Ich weiß, dass hier was dahinter ist, weil das sieht man sofort. Plündern, plündern. Und öffnen, please. Yay. Was gibt's hier? Ein Beil, Nahkampfwaffe. Alles nehmen. Wo ist mein Bogen? So, wir gehen jetzt erstmal nach links. Da geht's runter. Ach, das sind die Ratten. Ja, okay. Sind die jetzt alle sauer auf mich? Naja, wurscht. Einfach mal schnell wegmachen. Okay, hier ist nichts. Hier kann man rüber. Und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Sinn macht. Ist jetzt hier irgendwas? Hm. Sieht mir eigentlich nicht so aus. Gut. Also dann einmal hier rüber. Da hinten ist wer. I can see you. I can see clearly now. The rain is gone. Aua. Komm. Nein, das ist ja gemein. Gut. Auch tot. Ich bin doof. Mal wieder, denn ich habe ja mein Irrlicht. Okay, okay. Was sind das eigentlich für komische Lampen? Oh, hi. Aua. Autschi, autschi. Gut. Der sah zwar eigentlich aus, als wäre er daneben gegangen, aber naja, wenn es zählt, dann passt es. Oh. Wo bin ich hier nur wieder reingeraten, Leute? Oh, da sind auch noch mal zwei... Mann, verpiss dich halt. Das war fein nicht abgemacht. Wo bist denn jetzt schon wieder? Boah, das war eiskalt und ganz knapp. So, hier war ja nichts, oder? Ist dahinter irgendwas? Wo sind meine Bomben? Oha, Mann. Also mir reicht's jetzt mit denen. Wo bist denn jetzt hin? Steckst du fest oder was? Tja. Ich komme da nicht lang. Hey, wo ist er denn jetzt? Okay, also im Miasma bin ich da. Und ich muss unbedingt wieder essen und trinken. So. Ich glaube, da ist nichts. Gut, dann weiter im Text.
Wieso sind denn hier so viele Assis? So, hier können wir auf jeden Fall lang und das Grab plündern. Oh, kunstvoller Holzbogen. Sehr schön. Da ist nichts. Da ist nichts. Da hinten ist wieder ein Typ. Da hinten, da sind end viele Typen. Wo geht's denn da lang? Da bin ich aber nicht hergekommen, oder? Oder doch? Ich kann mich nicht erinnern, Leute. Kupferpfeile, cool. Nee, ich glaube nicht, dass ich daher gekommen bin. Von da hinten gekommen. Das heißt einfach mal hier weiter. Und außerdem wäre dann er ja nicht mehr da. Okay, was ist hier drin? Äste. Äste, Äste. Da geht's hoch. Aha, okay. Nee, alles klar. Dann denke ich, dass ich hier fertig bin, hoffe ich. Wo muss ich... Oh, es ist dunkel. Na, das ist natürlich doof. Lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Das ist natürlich auch wieder... Ach so, doch, das war natürlich tatsächlich das, wo ich hin wollte. Dann setzen wir uns das als Wegpunkt. Und ich baue mir aber wahrscheinlich jetzt mal ganz kurz... Macht es Sinn, mir jetzt hier den Dings zu bauen oder nicht? Also erstmal muss ich in die Richtung. Und ich glaube... dass ich keine weiteren Altäre mehr platzieren kann. Mein Gott. Das kann doch aber auch wieder nur mir passieren. Ach, Leute. I hate my life. Aber es ist nicht so schlimm, denn wir sind ja noch nicht so weit gewesen. Hier ist mein Zuhause, dann gehen wir schnell pennen. So, Leute, wir sind wieder am Ort des Geschehens, wo wir vorher stehen geblieben sind. Ich habe jetzt zwei Flammenaltäre kaputt gemacht und deswegen haben wir jetzt wieder welche zur Verfügung und ich habe natürlich auch wieder den einen mit von vorher, den ich dann platziere, sobald ich irgendwo angekommen bin, wo ich halt hin muss. Weil hier macht es jetzt erstmal keinen Sinn. Oh, was ist denn da? Was ist dies? It is not on the map. Und wir waren hier schon. Okay. Wow. Sag mal. Also unglaublich ist das. Da hinten waren wir auch schon. Also müssen wir in die Richtung. Können wir da hinten lang? Ich glaube schon, oder? Schauen wir mal. Ich glaube ja, dass das eine wieder eine Miasma-Wurzel ist und bei dem anderen weiß ich nicht. Hallo, ihr zwei Süßen. Oh, was ist hier? Guck mal, da hängt ein Zettel. An die Wache des Nordens, Wächter des Nordens, Lord Vorgott, mein verdorbener, wahnsinniger... Widersacher, du bist nichts als ein verrückter, rasender Schatten eines Anführers. Es macht mich krank, deine Befehle zu befolgen, ein Tribut, den ich mit Blut bezahlt habe. Keine Armee kann dich beschützen. Ich werde jeden Abgrund überqueren, jeden Berg erklimmen, mich gegen die bitterste Kälte stemmen. Ich werde bis an die Grenzen der menschlichen Belastung gehen, um dich zu finden. Und wenn ich das tue, werde ich mein Ziel erreichen. Das schwöre ich bei der Ehre meines Bruders, Atalans Grie. Okay, Atalan, da müssen wir jetzt auf diesen Schock erstmal was essen. Gut. Und wie ich sehe, ist jetzt hier lauter ekliges Miasma und die Brücke der Erbauer. Kann ich denn hier mal meinen Altar hinplatzieren? Jawohl. Oh, und da unten müssen wir...
wahrscheinlich hin. Okay, wir stürzen uns mal wieder hier runter. Oh, und da ist eine Wurzel. Alles klar, Herr Kommissar. Dann einmal zur Wurzel. Oh mein Gott, und ich dachte schon, ich falle jetzt wieder rein. Fähigkeitspunkt bekommen? Für was? Tatsächlich. Ich habe einen bekommen, obwohl ich nichts gemacht habe. Okay. Why not? So, und jetzt haben wir wieder einen bekommen. Coole Sache. Dann haben wir jetzt die Wurzel und das ist das hier. Einfach nur die Brücke der Erbauer, die wir erkunden konnten. Können wir mal gucken. Ganz vorsichtig vielleicht. Ob hier sonst noch irgendwas ist. Ich wette, hier sind wieder Feinde, also rüsten wir uns aus. Irgendwas muss doch jetzt hier sein. Oh, irgendwas Großes ist da, ja. Ach nee. Okay. Ich gehe mal wieder hier rüber. Komm, stell dich her, dass ich dich einfach hier wegnatzen kann. Du sollst dich nicht bewegen. Habe ich dir erlaubt, dich zu bewegen, Junge? Okay, er rennt einfach wieder weg. Dann rennen wir hinterher. Das kennen wir ja schon aus Bellride. Meine blöden Pfeile sind halt auch überhaupt nicht effektiv gegen den. Oh no. Wow, shit, ey. Ah, hi. Oh, oh, wie konnte das passieren? Er kommt halt auch darauf. Du bist so hässlich. So, hier kommst du aber nicht drauf. Ja, genau, und jetzt stirb. Stirb da unten. Hallo? Jetzt bleibt er stehen, aber stirbt er? Hä, er hat sich resettet? Was soll das? Springt er jetzt mir da hinten gleich hoch? Nee. Oh, er kann da hoch. Ha, das ist natürlich belastend. Ich treffe ihn einfach nicht. Hallo. Ja, tschö mit Ö. Gibt's irgendwas, wo du nicht hochkommst? Ach, wisst ihr was? Der geht mir jetzt sowas von auf den Sack. Da hinten ist auch irgend so ein Heini. Der schießt sogar auf mich. Ja, okay. Was könnte es hier Tolles geben, was es wert wäre, hier zu gucken? Ich weiß es nicht. Und da komme ich nicht hoch. Oh, hier sind ganz schön viele. Warum habe ich eigentlich gerade so Hunger? Ich habe erst was gegessen. Ja, natürlich. Ich will doch einfach nur irgendwo rauf. Genau hier. Muss ich da vielleicht sogar echt hoch? Hör auf damit. Also um ehrlich zu sein, Leute, glaube ich nicht, dass hier irgendwas Chilliges ist. Deswegen würde ich eigentlich gerne weitergehen. Wenn hier was ist, was ich übersehen habe, dann lasst es mich bitte wissen. Dann gehe ich nochmal hierher. Ja, okay, hier ist schon einiges, ne, was man erkunden könnte. Hier die ganzen Zelte und so.
Aber ich mag nicht. Da ist auch diese blöde Alte. Natürlich trifft mich das noch. Ups. Was ist denn hier? Hier gefällt's mir nicht. Nein, nein, no, no. Wir gehen weiter. Schauen wir mal, ob da ein Weg hinführt. Weil eigentlich... Ach, hier ist zumindest ein Speicherpunkt. Cool. Und eine Kiste. Und zwei Sachen, die man lesen kann. An den Kurzen, liebster Bruder, sei unbesorgt. Ich bin gesund und munter. Die Bogenschützen konnten nie mit mir mithalten. Und auch die Grenzpatrouille ließ einiges zu wünschen übrig. Ich habe es von der Heulspitze fortgeschafft und den Düsterdickicht erreicht, bevor sich die Truppen überhaupt in Bewegung setzen konnten. Lord Forgott ist verrückt geworden, Talion. Boah, du Hässlicher. Bist du dumm? Ja, ja, du kannst dich da noch so aufregen. Unterbrich mich nicht ständig. Pisser, ey. Lord Forgott ist verrückt geworden, Talion. Er ist dem Miasma verfallen. Er hat uns belogen. König Gormanda ist keine Bedrohung. Dafür kann ich nicht kämpfen und meine Narben sind der Beweis dafür. Ich trage sie mit Stolz, weil ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Bitte komm, lass den Krieg hinter dir. Verabschiede dich davon. Ich vermisse dich, Kurzer, Atalan. Und hier? Schau, was ich gefunden habe. Was für ein Schuss. Der Vogel stürzte wild flatternd zu Boden. Seine Krallen waren fest um dieses Ding gewickelt. Ein Zettel. Ich musste sie wirklich aufreißen. Kaum zu glauben, nicht wahr? Weiß jetzt nicht, was er mir damit sagen möchte, ehrlich gesagt. Wir müssen jetzt mal raus aus diesem Miasma. Ja, du auch. Du auch hier, Jung. Oh, ich glaube, wir müssen da lang. Ein weiter Weg steht uns bevor, nicht. Komm schon raus. Ah, cool. Schön, schön. Was ist denn eigentlich jetzt hier? Keine Ahnung. Also wieder runter ins Miasma. Ah, hier geht's rauf. Das ist schon mal gut. Ja, und nö. Halt, hier. Hirt des Donners, eine Fernkampfwaffe. Neuer Ort markiert, Quest abgeschlossen. Ach so, das war's jetzt schon, oder was? Okay, naja gut, wenn's das jetzt war. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie aus dem Miasma rauskomme. Vielleicht hier oben an der Spitze? Ja, sehr cool. Ach, und hier kann ich auch rüber übrigens zur Stadt. Was uns dann zu diesem Fragezeichen führt. Ich kann mich aber mal kurz hier hinporten. Und dann muss ich unbedingt wieder was essen. Ein verstreutes Erbe. Setzen wir uns mal als Wäschpunkt. Essen und trinken. Bewaffnen uns. Und dann kann es auch schon weitergehen. Hier ist wieder dieses schwebendes Gedönsdings da.
So, wo ist das jetzt? 100 Meter. Leuchtenstein kennen wir ja schon. 96 Meter, 95 Meter. Vielleicht hier so durchgedüst. Aua. Hier in den Bretterbuden waren wir schon. 40 Meter. Ach, da hoch. Okay. Wie komme ich da hoch? Geh weg. Komme ich hier irgendwo hoch? Ich sehe doch nichts. Ah ja, hier. Aua. Na los, hoch mit dir. Gut. Plündern. Und dann, da ist ein Haken. Dann muss ich wohl hier lang. Ja. Und ich sehe, dass hier eigentlich was zu lesen ist. Jetzt wartet mal. Oh no. Wartet mal kurz. Wie komme ich denn da hoch? So nicht. Oh, oh ja, natürlich. Ich fall wieder ganz woanders hin. Oh Mann. Haha, Idiot. Ja gut, ich bin eigentlich eher der Idiot, ne? Ach Mensch. Das musste jetzt wieder sein, gell? So. Lasst mich zufrieden. So, jetzt sind wir wieder oben. Gut, wie komme ich da hin? Vielleicht so? Ja. Gut, ich hoffe, ich werde jetzt hier in Ruhe gelassen. Stadtmauersteinblöcke. Zu Erlands Zeiten waren die alten Mauern undurchdringbar. Doch jetzt zerfallen sie zu Staub. Bei jeder Wacht sehe ich, wie der Rauch näher kommt. Der Mistral treibe eine beißende Süße herüber. Fäulnis und Verfall. Sie werden sich bald durch die äußere Mauer gefressen haben. Selbst der Bergbauschacht im Osten enthält nicht genug Steine, um die königliche Ägide rechtzeitig vor der Bedrohung, vor der drohenden Belagerung wiederherzustellen. Der Bergbauschacht im Osten. Der Bergbauschacht im Osten? Wo soll das sein? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir erstmal, was hier oben so ist. Eine Kiste. Mit Stiefeln. Und wieder was zum Lesen. Belagerungsbericht Tag 3. Status schrecklich. Treffer heute 17. In Klammern, dieser Abschnitt wurde hastig hingekritzelt. Es ist nichts mehr da. Zerfetzt wie Zuckerwatte. Ihre Katapulte sind Teufelswerkzeuge. Verdorbenes Feuer, hellblau und verschwommen. Ein fauliger Gestank, eine unbekannte Zahl. Zu viele. Angeführt von Vorgott. Er kommt. Schwere Stiefel. Hat Kadens Schädel zertrümmert. Unten verloren. Dreck und Schlamm. Alles rot. Eine Welle aus Stahl bahnt sich den Weg zum Marktplatz. Meine Brüder unten schreien. Kein Weg dorthin. Es ist laut. Die Schreie. Ich kann das nicht ertragen. Bei den Göttern. Bitte, ich bin nur ein Knappe. Bitte lasst mir meinen Kopf. Caden, es tut mir so leid. Okay, jetzt bin ich aber wieder bei diesen Blöcken im Osten. Ich weiß nicht, wo ich dahin soll. Leute, wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und in dem Sinne ist der Part für heute auch wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns im nächsten Enshrouded-Video. Also einen schönen Abend und bis dann.